Das Österreichische Weltraumforum ist eine österreichische Organisation, die die Faszination Weltraum weitergeben möchte. Ein Verein, der aber auch gleichzeitig Grundlagenforschung im Bereich bemannte Marsraumfahrt macht. Unter anderem haben wir als Flaggschiffprojekt unserer Organisation das Polaris-Programm, im Rahmen dessen wir hier in Marokko gelandet sind. Das Österreichische Weltraumforum hat zwei Raumanzüge entwickelt namens AUDA, die natürlich auch getestet werden wollen. Und gemeinsam mit Partnern aus 23 Ländern und über 100 Mitarbeitern, die freiwillig in diesem Programm mitarbeiten, sind wir hier in einem Feldversuch, wo wir für ein ganzes Monat lang in Isolation genau jene Tätigkeiten simulieren, die man in 20, 30 Jahren auch auf dem roten Planeten machen wird. Die Region, in der wir hier in Marokko sind, sind bis zu einem gewissen Grad relativ Mars ähnlich. Das heißt, wir haben ja topografische, geografische Strukturen, die zum Teil auch ein Äquivalent auf dem Mars haben. Wir bauen hier sozusagen die Suche nach Lebensspuren, die Frage aller Fragen in der Marsforschung nach, indem wir mit genau den Instrumenten, die wir auch auf dem Mars einsetzen würden, hier in Marokko unsere Forschung machen. Kommunikation ist genauso essentiell wie Sauerstoff oder die Heizung. Ohne Kommunikation wissen wir nicht, wie es dem Analogastronauten geht. Ohne Kommunikation können wir ihm nicht sagen, was er tun soll. Er ist komplett verloren. Das heißt, wir sehen eigentlich den Raumanzug als Teil eines größeren Systems. Und wenn diese Komponenten nicht miteinander kommunizieren können, dann steht die Mühle unter Anführungszeichen. Ein Beispiel für diese Kommunikation, die für uns essentiell ist, ist die biomedizinische Überwachung. Das heißt, wie sind die EKG-Daten, wie ist die Gaszusammensetzung im Raumanzug selber. Der Astronaut hat nicht die Zeit und auch nicht immer die Kompetenz, überhaupt diese Daten zu interpretieren. Dafür gibt es Spezialisten im Feld, in der Basisstation, aber auch im Missionskontrollzentrum, Mission Support Center in Innsbruck, die ständig diese Daten überwachen können. Für die Mars 2013 Mission müssen wir darauf achten, dass die Hardware wirklich robust ist. Ja? Viele Dinge, die wir im Labor entwickeln, überleben einen Erstkontakt mit der freien Natur nicht. Das heißt, wir legen sehr viel Wert auf die Robustheit unserer Systeme, um mit dem Sand fertig zu werden, um mit dem harten Terrain fertig zu werden. Wir müssen darauf schauen, dass die Hardware einerseits ihre Funktion erfüllt, dass sie einfach Daten liefert, dass sie den Anzugträger am Leben halten wird, aber auch den Kontakt mit der Umwelt gut aushalten wird. Und das nicht nur bei einem Außenbordensatz, wie es bei der Apollo-Mission gewesen ist, wo innerhalb von 2-3 Tagen sich das meiste abgespielt hat, sondern bei vielen Außenbordensätzen hinweg. Neben den Feldtests müssen wir natürlich auch viele Entwicklungsarbeiten im Labor selber machen. Das heißt, wir haben ein Raumanzugslabor in Innsbruck im Österreichischen Weltraumforum, wo wir alles das haben, was wir brauchen, um wirklich ein feines Stück an der Weltraumhardware zu entwickeln. Das, was wir hier sehen, das Basislager, ist nur die Spitze eines Eisbergs, der dadurch möglich wird, weil wir mit Leuten zusammenarbeiten, die außergewöhnlich gut qualifiziert sind. Und das geht bis hin zu unseren Industriepartnern. Das heißt, wir arbeiten nur mit Gruppierungen und Firmen zusammen, von denen wir absolut überzeugt sind, dass sie die Besten in ihrem Fach sind, überdurchschnittlich gute Qualität liefern. Erst dann werden solche Projekte möglich wie Mars 2013. Mit dem Polaris-Forschungsprogramm des Österreichischen Weltraumforums leisten wir einen bescheidenen, aber ich glaube nicht ganz unsignifikanten Beitrag, sodass wir sagen können, wie immer auch der Weg zum Mars ausschauen wird. Ein Stückchen davon wird rot-weiß-rot geprägt sein. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass derjenige Mensch, was den ersten Schritt auf dem Mars setzen wird, bereits jetzt geboren ist und vielleicht in 20, 30 Jahren im Urenkel von der AUDA drinnen stehen wird und damit eine Reise beginnen wird, die wir wohl, ich glaube, durchaus als die größte Reise unserer Generation bezeichnen dürfen.